Hallo liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, ich bin's mal wieder, die Silvia Münster, bin 55 Jahre alt und Ingenieurin bei der Eisenbahn. Und weil die anderen immer viel mehr bei der Vorstellung machen, sage ich jetzt noch Folgendes. Ich habe noch weitere 3 Geschwister, habe noch eine Tochter und einen Schwiegersohn, die mich vor kurzem zur glücklichsten Oma der Welt gemacht haben. Heute sitze ich mit Peppi, also besser gesagt Franz Josef Meyer, genannt Peppi von mir, im Lebensgarten in Beckingen. Ich befrage dich nach deinen Kraftquellen. Das ist auch unser Projekt Kraftquellen im Leben. Und Peppi, vielleicht stellst du dich auch mal kurz vor. Okay, ich heiße Franz Josef Meyer. Ich komme aus Selbach. Das ist ein Ortsteil von Nofelten, dort wo die Nahe entspringt. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wo das ist. Bostalsee ist auch nicht weit weg. Ich bin in Pension, 61 Jahre. Und ledig und lebe ganz gut für mich. Danke schon mal für die Vorstellung. Bitte schön. Jetzt muss ich den Zuschauer und Zuschauerinnen ein bisschen was von dir erzählen. Also die Peppi kenne ich jetzt schon 14 Jahre. Wir sind Wanderfreunde. Und der Peppi ist einfach ein total, wie der Name schon sagt, peppisch, lebenslustiger, immer zufriedener Mensch. Und obwohl er, du erzählst gleich noch ein bisschen detaillierter, vor 14 Jahren auf den Kopf gefallen ist und dadurch nichts mehr schmecken kann, nichts mehr riechen und schmecken kann dadurch, ist er weiterhin lebenslustig, trinkt immer noch gern seinen teuren Rotwein, bewirtet auch seine Leute mit teurem Rotwein. Und ich kann nur von mir sagen, Peppi, das ist für mich Wahnsinn, weil ich total gerne esse und denke ich, verdammt, wie schlimm wäre das für mich, wenn ich nichts mehr schmecken würde. Aber du steckst das weg. Vielleicht erzählst du mal so deine ganze Lebensgeschichte und deine Schicksalsschläge, die du überwältigen musstest und trotzdem noch so happy bist. Okay, also das war am 15. August 2008. Da war ich abends auf einer Geburtstagsfeier im Nachbarort, 2 Kilometer weit weg, nachts nach Hause gegangen. Bei dieser Aktion bin ich halt gestürzt, auf den Kopf gefallen. Und seitdem weiß ich nichts mehr, was nachher passiert. Nur nach Erzählen von anderen Leuten. Ich wurde dann ins Elisabeth-Krankenhaus nach Wadern gebracht. Wir haben eine CT vom Kopf gemacht, Schädel-Hirn-Trauma. Habe mich direkt weiter nach Trier ins Brüderkrankenhaus gefahren. Dort kam ich auf die Intensivstation. Ich bekam sonntags darauf Besuch von Freunden. Die haben mit mir auch gesprochen, aber darüber weiß ich nichts. Ich war quasi im Koma, weg, auf einer anderen Welt. Und dann wurde ich von dort entlassen und dann bin ich in die Reha gekommen nach Bernkastel-Kues an der Mosel. Da war ich 3 Wochen, dann bin ich nach Hause gekommen. Dann musste ich nochmal CT vom Kopf gemacht bekommen. Das wurde wieder in Trier vom Professor begutachtet, wie sich das entwickelt hat im Gehirn, dass das besser geworden ist und so weiter und so fort. Und wie gesagt, schon angesprochen, ich war auch beim Hals-Nase-Ohren-Arzt, der hat festgestellt, der Geruchssinn ist weg und dadurch auch der Geschmackssinn beeinträchtigt. Das heißt, ich rieche nichts mehr und schmecke nur noch scharf und sehr süß oder sauer, sonst nichts mehr. Jo. Das war der eine Schicksalsschlag und die Ärzte haben auch gesagt, gerade wie ich eingeliefert wurde, dass ich dem Tod näher war als dem Leben. Und wenn ich überleben würde, würde ich wahrscheinlich ein Pflegefall werden. Das war die Prognose von der Ärzte, aber hat sich Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Und ich kann vielleicht sagen, ich störe mich nicht daran, was ich nicht mehr tun kann. Also ich stecke nicht den Kopf in den Sand, ich gucke das, was ich machen kann noch, und das mache ich auch, und mit Vergnügen. Ich traure nicht, ich weine nicht nach, was nicht mehr geht. Ich mache das, was geht. 2018 hatte ich Bandscheibenvorfall, wurde in Ottweiler operiert vom Professor von der Klinik selber. Und der sagte zu mir, machen Sie sich keine Gedanken, dass Sie wieder wie ein junger Hase hüpfen können. Ich konnte nicht mehr gehen, nur noch schrittweise. Das dauert, bis das sich wieder einstellt. Ich wurde operiert, am nächsten Tag habe ich im Stehen am Tisch schon gegessen. Mit 3 Tagen bin ich auf den Flur gelaufen. Nichts mehr. 2 Jahre später noch ein Bandscheibenvorfall, linkes Bein, Lähmungserscheinungen, konnte auch nicht mehr richtig gehen. Dann war der Professor von Ottweiler ist nach St. Wendel verlegt worden, Ottweiler wurde zugemacht. Er hat mich auf dem Gang gesehen, hat mich an mich noch erinnert und sagte, Herr Meyer, ich glaube, Sie müssen nochmal operiert gehen, so war ich hier sehen. 1 Stunde später haben mich nochmal erwischt und er sagte, Moi, sind Sie dran. Bin nochmal operiert gehen. Und ich habe keine Schmerzen gehabt, nur das war eine Lähmungserscheinung im Bein. Und der sagte, die Ärzte konnten nicht verstehen, dass ich keine Schmerzen habe. Aber ich habe keine. Zurückgeblieben ist eine Parese, Fußhebeschwäche,
Ich kriege den Fuß nicht mehr hoch. Darf ich ganz kurz dem Zuschauer zeigen, was das bedeutet? Also wir gehen ja zusammen wandern und da kann ich mich immer kaputt lachen. Also wir dürfen das. Ich weiß nicht, ob die Kamera das einfängt, aber der schiebt dann immer so seinen Fuß hoch. So hoch nicht, aber so. Und dann geht er dann vor uns und wir lachen natürlich immer kräftig darüber. Das ist natürlich unhöflich, aber wir könnten uns dann doch nicht verkneifen. Entschuldigung. Das ist nicht schlimm, das macht mir gar nichts aus. Aber das ist das positive Denken. Ich mache mir nichts draus. Wenn ich das lustig finde, ist mir egal. Aber was wichtig ist, ich laufe. Ich setze mich nicht auf das Sofa und mache nichts, sondern ich gehe. Das ist so mein Ding. Als Beispiel noch, ich habe mir, wenn ihr das fragt, nach Kraftwelle, oder? Soll ich schon fragen nach Kraftwellen? Also ich habe jetzt meine Geschichte erzählt. Dann würde ich sagen, was an Vorfällen bei mir passiert ist. Das ist jetzt mal Stand der Dinge. Okay, jetzt frage ich dich nach deinen Kraftquellen. Oder anders ausgesucht, wenn ich jetzt Karin Jakobs heißen würde, dann würde ich fragen, was sind in deinem Zaubertrank für Zutaten, dass du so positiv weiter durchs Leben gehst, dass du mit uns wandern gehst, dass du mit uns tollstes Essen kochst. Was sind die Zutaten deines Zaubertrankes? Oder was sind deine Kraftquellen? Ich denke, eine Kraftquelle ist Glaube. Ich denke, in der Zeit, wo ich nach dem Unfall nicht mehr präsent war, geistig, da wurde ich getragen. Ich glaube, ich wurde von Gott getragen. Und wie die Zeit vorbei war, bin ich wieder auf die Welt zurückgekommen, sozusagen. Und ich kam mir vor wie der Jonas, der war 3 Tage im Wal gefangen. Und dann ist er rausgekommen aus dem Wal, aber er ist quasi ins Leben zurückgekrochen. So ungefähr kann man es beschreiben. Das ist eine Kraftquelle, die hat mir geholfen. Andere Kraftquelle sind, ich singe, ich bin Tenor. Ich spiele Musik, ich habe eine Bassposaune. Ich dirigiere, ich spiele Theater, ich koche sehr gerne, ich gehe wandern. Was mache ich noch? Ich fahre Motorrad und habe mir sogar das Motorrad jetzt umbauen gelassen, weil der Fuß nicht mehr geht. Ich kann nicht mehr schalten mit dem Fuß. Ich habe das quasi umbauen lassen auf Handschaltung. Da dachten meine Freunde schon, oh, Pech, kannst du nicht mehr mit uns fahren? Da dachte ich, ich kriege euch, ich fahre mit euch, ich habe jetzt Handschaltung. Das ist so meine positive Einstellung. Und so gehe ich um. Und so gehe ich auch mit anderen Leuten um, wo vielleicht nicht so die Behinderung haben wie ich. Das ist mir aber egal. Eine Behinderung ist für mich keine Behinderung, auf gut Deutsch gesagt. Das ist ein Fakt, der muss man berücksichtigen, aber er tut mich nicht negativ beeinflussen. Ja? So kann ich mal ausdrücken. Also ich habe gerade auf meiner Liste geguckt. Tatsächlich, du hast alle deine Kraftquellen aufgezählt, du hast keine vergessen. Oh, sehr schön. Genau. Hast du vielleicht für unsere Zuschauerinnen ein Motto, dass du denen sagen kannst, das gebe ich euch mit auf den Weg? Mit dem Glas? Es gibt ein Motto. Und zwar, ein Glas ist für mich immer halb voll und nie halb leer. Immer halb voll. Das ist so eine Denkweise, das ist meine Denkweise, ja, so lebe ich. So, kann ich nur bestätigen. So lebe ich, genau. Ja. Und so gebe ich das auch weiter und so lebe ich auch mit anderen Leuten. Und ich stecke manchmal andere Leute sogar an mit meiner Lässigkeit, oder wie man das nennt. Kann ich nur bestätigen. Ah ja. So viel Lachen wie mit euch beiden, das schafft nur ihr. Das ist Wahnsinn. Vielen Dank, Peppi, dass du da warst, dass du uns erfrischend erzählt hast, was deine Kraftquellen sind. Liebe Zuschauer, ich habe noch einen kleinen Appell an euch alle. Und zwar suchen wir immer Leute, die wir interviewen können, nach Kraftquellen fragen. Das ist gar nicht so einfach, weil vor die Kamera zehren lässt sich nicht jeder. Aber hallo, vielleicht ist noch der eine oder andere hier bei euch und der möchte auch interviewt werden und hat auch was zu erzählen. Also das wäre ein Anliegen an euch. Bitte meldet euch bei der Karin Jakobs hier bei der Caritas in Beckingen. Ja, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Peppi und tschüss. Tschüss.